Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, wahrscheinlich der letzten Folge. Wir haben es geschafft. Okay, Doki, es ist Zeit. Während Jäger noch am Boden liegt, setze ich die Zahnräder der Zeit ein. Oh. Das Beben ist das Schlimmste bisher. Der Zeitturm muss vor dem totalen Zusammenbruch stehen. Wenn das passieren würde, die Zerstörung der Zeit würde sich beschleunigen. Solange bis der Planet völlig gelähmt ist. Ich muss mich beeilen. Los, Dragon. Der Boden hebt sich. Es ist schwieriger, die Zahnräder einzusetzen. Er hat's geschafft. Fertig. Alle sitzen richtig. Ja! Ah, Dragon, was ist los? Warum? Ich habe die Zahnräder der Zeit dort eingesetzt, wo sie hingehören. Warum hören die Erschütterungen nicht auf? Das kann nicht sein. War es zu spät? Aber wird der Zeitturm etwa weiter kollabieren? Ist es bereits zu spät, die Leben des Planeten aufzuhalten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Scheiße. Ah! Heiliger. Ist das... Das ist... Es hat funktioniert. Wo... Dragon. Hey, Doki. Wo... Dies ist der Zeitturm. Die Ärger sieht wieder normal aus. Warte, Jäger. Kein Anlass zur Panik. Ich bin zum Vernunft gekommen. Was? Der Zeitturm hat schweren Schaden genommen. Aber er hat es überstanden. Seht zu bei dem, was jetzt geschieht. Jäger lässt Dings aufblinken und alles ist wieder okay, okay. Das ist... Die Jäger zeigt uns wohl gerade... Wahrscheinlich setzt dazu Telepathie ein. Ah, okay, das hat's gemacht, okay. Dieser Ort, das muss das Schemgehölz sein. Aber es ist nicht das gleiche. Als wir im Schemgehölz waren, stand die Zeit still. Die Zeit. Sie geht wieder ihren normalen Gang. Es hat funktioniert. Das ist Schatzstadt. Alle sehen glücklich aus. Das ist der Zeitturm. Er sieht ziemlich beschädigt aus. Aber er steht noch. Der Zeitturm ist nicht kollabiert. Er hat es überstanden. Ja. Zum Glück. Der Zeitturm hat die Krise überstanden. Die Zeit ist hier zur Normalität zurückgekehrt. Folglich geht die Zeit auch wieder dort ihren normalen Gang, wo sie vorher angehalten hat. Und das, weil ihr den Zusammenbruch des Zeitturms verhindert habt. Dadurch wurde auch die Lähmung des Planeten verhindert. Der Weltfrieden wurde wiederhergestellt. Wirklich? Wir haben es geschafft, Doki. Wow, Dragon, deine Stimme hat sich ja für einen kurzen Moment voll angehört wie die Algas, okay. Was zur... Na, wir haben es letztendlich geschafft. Wir haben den Weltfrieden wiederhergebracht. Erlaubt mir, euch zu danken. Ich danke euch dafür, dass ihr das verborgene Land erreicht habt. Ihr hattet den Mut, euch mir entgegenzustellen in dem Moment... Als ich vor Zorn die Kontrolle verlor. Und ihr verhindertet gerade noch rechtzeitig den Einsturz des Zeitturms. Danke. Für all dies stehe ich in eurer Schuld. Tritt uns am Team bei. Die Eiger. Aber leider ist das noch nicht alles. Ist noch nicht alles, wie es sein sollte. Es wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss mich um die Reparatur des Zeitturms kümmern. Also kannst du doch nicht unser Team beitreten. Schade. Auch das verborgene Land wurde verwüstet, aber das Regenbogensteinschiff sollte nur funktionstüchtig sein. Und Lapras wartet sicher bereits auf eure Rückkehr. Okay. Erstmal anders hinsetzen, ey. Gehen wir nach Hause, Doki. Zurück nach Schatzstadt.
Ja. Nein, ich möchte immer noch nicht speichern. Was ist mit dir, Doki? Beeilen wir uns. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Was ist los? Warum habe ich solche Mühe, mich zu bewegen? Als ob meine Beine von einem Gewicht heruntergezogen würden. Jetzt, da wir die Zukunft verändert haben, vielleicht rückt jetzt auch mein eigenes Entschwinden näher. Erschütterung! Wahrscheinlich Nachbeben oder so. Sie sind schwächer geworden. Vielleicht ist es nur ein Nachbeben. Ha! Während sich die Dinge wieder normalisieren. Gehen wir, Doki. Dieses Licht. Ich verstehe. Es ist soweit. Die Zeit ist letztendlich gekommen. Meine Zeit mit Dragon endet hier. Hey, Doki. Doki. Was ist los? Was stimmt mit dir nicht? Es tut mir leid, Dragon. Ich habe es so lange für mich behalten. Wie es aussieht, muss ich Lebewohl sagen. Wie bitte? Lebewohl? Was meinst du damit? Zwirfens sagte mir das. Wenn wir die Zukunft verändern würden, verschwinden alle Pokémon aus der Zukunft. Deswegen bin auch ich zum Verschwinden verurteilt. Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Danke für alles. Ich werde jetzt von hier verschwinden. Aber Dragon, ich werde dich niemals vergessen. Einen Moment mal. Ich habe es nur so weit gebracht, weil du bei mir warst, Doki. Verstehst du das nicht? Du hast mich stark gemacht, Doki. Wenn du gehst, Doki, dann... Ich weiß nicht, was ich dann... Nein, Dragon. Du musst selbst stark sein. Du musst leben. Du musst nach Hause gehen. Erzähle allen von dem, was hier passiert ist. Damit so etwas wie das hier niemals wieder geschieht. Oh, Doki. Das Licht wird heller. Nicht, Doki. Geh nicht. Vielen Dank für alles, Dragon. Ich bin froh, dass wir in der Gilde zusammen trainieren konnten. Ich bin froh, dass wir zusammen auf Abenteuer gehen konnten. Ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte, Dragon. Warte, Doki. Es tut mir leid. Ich hatte solches Glück, jemanden wie dich zu finden. Ich empfinde dasselbe, Doki. Für mich bist du, Doki, du bist wichtiger als alles andere. Ja, ich fühle auch so. Dragon, sogar wenn ich von hier verschwunden bin, ich werde dich niemals vergessen. Doki! Ich muss leben. Ich muss es lebendig nach Hause schaffen. Nach Hause und allen erzählen, was geschehen ist. Es war der Wunsch von Doki. Es war der letzte Wunsch von Doki. Da ist das Regenbogensteinschiff. Oh Mann, ey. Der Zeitturm. Er rückt in immer weitere Ferne. Und auch Doki. Doki entfernt sich immer weiter von mir. Oh Doki. Oh Mann. Und so waren Doki und Dragon schließlich erfolgreich mit ihrer Mission.
Sie retteten die Welt vor der Katastrophe. Dragon verlässt den Zeitturm, reist durch das verwüstete, verborgene Land, reitet auf Labras über das Meer und kehrt wohlbehalten nach Schatzstadt zurück. Nach der Rückkehr zur Gilde erzählt Dragon allen von diesem großen Abenteuer. Von all dem, was im verborgenen Land geschah. Von den Geschehnissen, die sich im Zeitturm abspielten. Von Reptane und von Doki. Natürlich erzählt Dragon auch, wie die Zerstörung der Zeit aufgehalten wurde. Und wie der Welt der Frieden zurückgebracht wurde. Dragon erzählte die Geschichte, wo und wann immer es möglich war, und so vielen Pokémon wie möglich. Es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Eine Geschichte der Hoffnung auf den Weltfrieden. Eine Geschichte, für die eine friedliche Zukunft. Die Monate verstreichen. In Schattstadt geht man wieder fröhlich seinem Alltag nach. Die Wunden des verletzten Planeten heilen allmählich ab. Das Leben kehrt langsam zur Normalität zurück. Oh, hallihallo, Dragon. Oh, gehst du noch weg? Yep, ein kleiner Spaziergang. Oh, hört sich nett an, jawohl, ja. Ist allerdings bald Zeit fürs Abendessen. Oh, du willst ja doch bestimmt nicht zu spät kommen. Okay. Ja, du hast recht. Er geht wieder an den Strand. Und die Krabi machen wieder Seifblasen. Oh wow, das ist wunderschön. Ich habe das so lange nicht gesehen. Es ist immer noch so schön wie in meiner Erinnerung. Ich war einfach zu beschäftigt, um herzukommen und es mir anzusehen. Aber ich habe es vermisst. Ein fantastischer Anblick. Ich frage mich, wann ich es zuletzt gesehen habe. Es war, als ich Doki traf. Ja, wow, da ist jemand am Strand zusammengebrochen. Hey, was passiert? Alles okay? Der Anblick war damals genauso. Die Krabi pusteten all diese Blasen über den Strand. Und dann sah ich jemanden genau hier. Doki war bewusstlos. Das war, als Doki und ich. Damit begann unser Abenteuer. Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden könnten, Doki. Was sagst du? Bitte. Ja, mein Magen hat geknurrt. Haha, dein Magen hat auch geknurrt, Doki. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azuri konzentriert, dass wir gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Doki. Ich vertraue dir, Doki. Ich glaube fest an dich, Doki. Da wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied eines Erkundungsteams zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines Reliquements lösen werde. Das ist mein großer Traum. Wenn er jemals wahr wird, falle ich vor lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Haha. Ah, das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können nicht aufgeben, Doki.
Siehst du diese Aussicht, Doki? Das ist traumhaft. Hey! Da ist ein Riss im Seil. Jetzt! Angreifen! Los! Doki, danke. Der wollte es mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Lass uns immer unser Bestes geben, Doki. Also, lass es uns tun. Lass uns in die Treibsandschule springen, Doki. Gehen wir, Doki. Auf zum See von Turbutz. Doki. Wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit. Hey Doki, wir müssen das Reptain zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitung. Das sind so schöne Erinnerungen. All diese Erinnerungen an meine Zeit mit Doki. Erinnerungen an Doki. Doch jetzt. Jetzt ist Doki weg. Doki ist einfach nicht mehr da. Ah, Dragon! Du warst so lange weg, ich verging fast... Was? Ich verging fast vor Sorge um dich. Aber was ist los? Bidiza! Was ist denn los? Oh ja. Oh Mann, ey. Das war's, Leute. Oh Mann. Dieses Spiel ist so traurig. Das Ende zumindest. Einfach immer so, Mann. Bei Mystery Dungeon 1 schon. Das 2 ist auch. Ist noch trauriger, ey. Mann. Oh. Das ist echt kacke. Aber. Naja. Wir haben es geschafft. Man kann nicht da mal kurz. Ja, ich kann's. Ich will die Credits vorspulen, Leute. Es tut mir leid. Die sind so nervig. Ich hasse Credits. Aber ja. Eieiei. Ich liebe dieses Spiel so, ne? Aber ja, sie haben bei diesem Teil, glaube ich, echt mehr auf Story gelegt, als auf, ja, Dungeons erkunden und so. Klar, war auch viel dabei, aber es war auch ziemlich viel. Ich glaube, die Hälfte der Parts ist nur durch Story. So, ja, ist nur Story. Aber, wow. Wir haben das Spiel durchgespielt, Leute. Und wieso sind Credits so lang? Meine Güte. Sascha Weinhardt, Daniel Peskka, Nils Dittbrenner. Wow, Mann, es gibt coole Namen. Williamson. Was? Auli? Sakra. Mann, Alter, coole Namen. Herzog. Thomas Herzog, yeah. Okay, gleich ist vorbei. Gut, dann einmal kurz das. Und. Ja, es geht ja nämlich gleich noch weiter ein bisschen. Ei, wenig. Alter, ich bin müde. Warum auch immer ich müde bin. Es ist schlimm. Es geht weiter. Der Zeitung. Dragon, als du von hier weggingst, als du diesem Ort auf dem Regenbogensteinschiff Lebewohl sagtest, dein Schmerz, ich fühlte ihn sogar hier, so intensiv war er.
Und wenn du sogar jetzt noch so fühlst, und wenn Doki diese Gefühle teilt, werde ich deinen Wunsch erfüllen. Die Welt braucht euch beide. Darum werde ich euch ein Geschenk machen. Ich übergebe euch die Zukunft. Dies ist mein Dank. Bitte nehmt ihn an. Okay. Alter, Gänsehaut pur, alter Vater. Wir sind doch noch zurück. Ende. Eieiei. Okay, jetzt speichert es automatisch, okay. Auch nicht schlecht. Puh. Spielstand erfolgreich gespeichert. Wir sind fertig, Leute. Zur Rettung eilen, eine wartende Freundrätin. Freunde können sich der Erste, blablabla. Genau, es gibt noch ganz viele Wunderbriefe, die noch eingeben könnten. Items handeln, mit Hilfe der Freunde gelagerte Items. Anderes. Abenteuerlog. 5 Mal K.O. gegangen. 34 Dungeons-Gemeinschaft. 148, Alter. Bekämpfte Pokémon-Arten. 190 verschiedene Pokémon bekämpft, cool. Ausgebüttete Pokémon-Eier 2, wow. Siegesrekord auf einer Ebene. Ach, 20 Ebenen sind wir durchgekommen, okay. Ja, es gibt hier noch einiges, was wir tun müssen, ne? Wie ihr seht. Team umbenennen. Ah, wir können unser Team umbenennen, krass. Episodenliste. Es fehlt eine. Moment. Dann müssen wir mal kurz... Moment. Durch das heldenhafte Handeln von Doki und Dragon wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte zurück in die Welt der Pokémon. Natürlich stellte sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Doki und Dragon kehrten zur Knuddeluftgilde zurück und fielen zurück in ihre tägliche Routine des knallharten Trainings. Eines Morgens, einige Monate später. Was? Abschlussprüfung? So ist es. Die Abschlussprüfung der Gilde. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Ihr seid dann auch das strenge tägliche Trainingsprogramm los. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung besteht. Hey, Plaudergeil. Hey, wir sind schon viel länger dabei als diese beiden. Hey, warum dürfen Doki und Dragon die Prüfung vor uns ablegen? Sie haben sich oft genug als würdig erwiesen. Echt mal, wir haben die Nebel des Planeten verändert, Alter. Und immerhin haben Doki und Dragon die Welt gerettet. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Und so läuft das. Wir werden euch bald die Prüfung abnehmen. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Kakeino hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Und ist glatt durchgefallen, ey. Na, lasst mich in Ruhe! Also, was müssen wir für die Abschlussprüfung tun? Ich möchte, dass ihr die Tiefen meines Gehölzes namens Verwirrwald erkundet. Ihr solltet dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Eine Glitzerquelle? Ja, dort gingen einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Ja, wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wer diesen Schatz zur Gilde zurückbringen könnt, habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Und ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Mann, Deutsch. Okay, wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Doki. Aber passt auf diese eine Sache auf. Es gibt dort einen fürchterlichen starken Gegner. Der Großmeister allen Übels lebt dort. Ja, der Großmeister allen Übels? Genau, der Großmeister ist schrecklich durchtrieben. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte.
So, dann mal viel Glück. Was, wie? Sein Ernst? Das reicht für die morgendliche Unterweisung. Alles klar, Leute, gehen wir an die Arbeit. Hurra! Okay, Leute. Ja, was machen wir bloß, Doki, der Großmeister allen Übels? Hey, Krakelo. Oh, ich will die Part beenden. Krakelo, du hast doch letztes Jahr die Prüfung gemacht, oder nicht? Es gibt da etwas, das wir gerne wissen würden. Kannst du uns erzählen, was der Großmeister allen Übels für ein Typ ist? Tut mir leid, aber dazu darf ich nichts sagen. Das ist die Guildregel. Ich darf nicht drüber sprechen. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit. Was ich alles mitgemacht habe. Sogar jetzt, wenn die Erinnerung mich einholt. Okay. Krakelo hat uns nichts Nützliches erzählt. Wir bereiten uns am besten allein auf die Prüfung vor. Gehen wir nach Schatzstadt und machen uns bereit. Also, war es das doch noch nicht mit diesem Spiel, Leute. Wir machen auch noch nicht die Bonus-Episoden, denn wir müssen die 5. jetzt erstmal freischalten. Ich weiß nicht, warum die noch nicht freigeschalten ist, aber okay. Und ja, dann machen wir im nächsten Part erstmal den großen Meister allen Übels fertig. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.